Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Finde aus dem Irrgarten heraus, aus dem Labyrinth, das haben wir ja. Und jetzt machen wir uns weg hier aus Novigrad. Ja, ich bin gespannt, wann wir endlich einen Heiltrank nehmen können. Ich bin gespannt, wann wir Rittersporn finden. Ja, wir sind ja auf diesem Fest, können aber nicht essen und trinken. Dann hoffe ich, dass keine Schlägerei mehr kommt. Oder Kämpferei. Ein Schneehase. Können nicht kämpfen. Ja, wir können nämlich nichts machen außer laufen. Und springen. Ah. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Es gab ein kleines Problem. Ja, wir berichten mal davon. Ja. Es hat Ärger gegeben. Jäger? Kommen Sie her? Nein, wir haben noch Zeit. Aber schick bitte jemanden in den Garten. Da muss Ordnung geschaffen werden. Ich kümmere mich darum. Und ihr, beeilt euch. Alles bereit? Ja, deine Schwerter habe ich schon von der Wache zurück. Und Ingrid hat mir das Geld gegeben. Es ist mehr als erwartet. Viel mehr, um ehrlich zu sein. Toll. Wie viel mehr? Ja, das werden wir gleich sehen, aber wir hatten es ja eingesteckt. Wunderbar. Wohin verschwinden wir denn jetzt? Du? Nirgendwohin. Was am Brunnen passiert ist, wir hätten nicht... Es war meine Schuld, ich weiß. Der Wein war mir zu Kopf gestiegen. Tut mir leid. Triss, entschuldige dich nicht. Herrin Merigold! Wir müssen los. Ich weiß. Sei vorsichtig. Ja, Quest geschafft. Das war weniger spektakulär, als ich dachte, dass das wird. Ja, ich dachte, wir müssen da jetzt hinterher reiten. Und eine schöne Verfolgungsjagd machen. Ja, genau so was dachte ich auch. Und wie viel Gold haben wir jetzt bekommen? Nicht viel. Ja. 100 oder so. Wenn überhaupt. Ja gut, das ist viel in der Welt, ne? Ja, das stimmt. So, ich glaube, wir reiten mal zurück, weil hier in der Gegend waren wir noch nicht so. Und vielleicht entdecken wir unterwegs. Wo sind wir denn eigentlich jetzt? Zeig mal her. Ich dachte, das wäre gleich neben Novigrad, aber es ist eine ganze Ecke weg, ne? Ja, also... Doch na, schon. Ja, ne? Dann würde ich mal da hochreisen zu dem... Oder dahin. Das ist doch Visima, oder? Ich meine, das ist... Ja, müsste es... Müsste es sein, oder? Also mit diesen zwei Brücken, da sieht das schon so aus. Wir reiten einfach mal dahin. Da gab es ja ein Anschlagbrett, oder? Vermutlich. Ja, also das ist eine Stadt, da wird es wahrscheinlich eine Quest mindestens geben. Ja, vermutlich schon. Gerade wenn es Visima ist, vielleicht aber noch was anderes. Und die Hauptquest ist ja mit Rittersporn in Novigrad. Das heißt, die pausieren wir jetzt erstmal. Wobei uns Triss wahrscheinlich nicht helfen kann, weil wir jetzt die Nebenquest gemacht haben. Ja, mein Gott, das schaffen wir auch so. Oh, da gibt es auch eine Quest. Lieber gar nicht drüber nachdenken. So, wieder vorbereiten. Ja, ja, wir müssen unsere richtigen Klamotten dann anziehen. Ja, stimmt. Habe ich gerade da gesehen, unser Funkelzeug. So, Handschuhe waren ja schlechter. Ja. Handschuhe hatten wir schon. Ja. Der hat mir nie gewechselt. Also haben wir denn jetzt noch eine gute Klüfe für die Hosen bekommen? Xiart. Die Ausrüstung, die da drüber, die ist wahrscheinlich für Schwerter, ne? Ja, schade. Naja, kann man nichts machen. So, und wer versteckt sich darin? Wahrscheinlich Elfen. Was ist hier los? Was ist denn hier los? Geht dich nichts an, klar? Den Bauern helfen, die Elfen zu verbrennen. Ich bin auf dem Gebiet ja kein Experte, aber ihr zwei seht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Ja, das stimmt wohl. Die Scheune ist voll mit irgendwelchen Bestien. Wir haben sie eingesperrt, aber das wird nicht lange halten. Und wenn sie rauskommen, ist die Hölle los. Wir sind nicht reich,
Aber wenn du das Gewürm beseitigst, bezahlen wir dich. Gut, ich versuche euch zu helfen. Wir lassen dich in die Scheune. Öffne die Türen, wenn es vorbei ist. Rasch, Meister Hexer, sonst kommen sie raus. Oh je. Irgendwelche Bestien. Ja, wie wir halt die Maske noch aufhaben. Das wirkt reichlich lächerlich. Was? Wir sind der weiße Wolf und tragen eine Wolfsmaske. Sie sehen ja aus wie ein billiger Superheld. Man trägt auch so eine Maske. Ja. Weiß nicht. Weil die sind ziemlich schwach, oder? Vielleicht schaffen wir mit unserem Superschwert hier mittlerweile den Werwolf. So, als Überlegung, weil den Quest erledigt. Haben wir noch... Ja, ja. Türen auf. Wir können ja noch warten. Ja, wir warten immer noch. Erledigt. Türen auf. Herzogswasser. Ist bestimmt einfach nichts wert. Aber so, Kerzen dann im Stroh, das war auch gefährlich. Das weiß ich ja, wo die Scheunenbrände herkommen. So, was war denn hier drin los? Er war wohl mal ein Mensch. Leichen. Die haben die Ghule angezogen. Nicht, dass wir hier noch in so einem Dorf von Menschenfressern sind. Ja, vielleicht haben sie den einfach da eingesperrt. Und er ist draufgegangen. Verwendet ihr die Scheune als Friedhof? Nein. Wieso fragst du? Ich habe menschliche Überreste darin gefunden. Zahlreiche. Die haben die Nekrophagen angelockt. Das waren Banditen. Hätten sie nur Geld genommen, hätten wir uns sozusagen auf Leben und Leben lassen geeinigt. Aber als sie Hedy in die Scheune geschleift haben, hat's uns gereicht. Wir haben die Mistgabeln geschnappt und... Na, du hast ja gesehen, wie es ausgegangen ist. Wenn ihr das nächste Mal jemanden umbringt, müsst ihr die Leichen begraben. Tief. Um diese hier müsst ihr euch auch kümmern, sonst locken sie noch mehr Leichenfresser an. Machen wir. Danke, Meister Hexer. Die Arbeit ist getan. In der Tat. Hier ist dein Lohn. Und danke für deine Hilfe. Lebt wohl. Ja, das ging ja. Ratzefatz. Ja, ich dachte, jetzt entwickelt sich dann noch eine dramatische Geschichte um die Leiche. Ja. Ach, stellt sich raus, es waren einfach nur Banditen. Die zeitgleich auch Vergewaltiger waren. Aber da hört es dann auf. Da ziehen sie die Grenze. Ich meine, für ein bisschen Geld, da muss man sich nicht unbedingt sein Leben riskieren. Was man ja macht, wenn man mit Banditen kämpft. Meinst du? Aber wenn es dann um die Gesundheit von anderen geht, da kann man sein Leben schon mal riskieren. Dann haben sie einfach umgebracht, beziehungsweise den einen. War ja nur einer, oder? Na, vielleicht war der Rest schon gefressen. Samt Schuhen. Ja. Ja, warum nicht? Weiß ja nicht, ich wie weiß nicht, die Schlinge haben mehr als... Meinst du, die kauen nicht? Nee, die Schlingen, die Enten. Ja, komisch, dass die Mühle sich dreht. Ist ja kaum was. Vielleicht hat die einen Motor in. Ja. Und die ist nur Deko. Also für so Leute, die aus Novigrad kommen und sich dann denken, ah, Urlaub auf dem Lande, da muss ich die Mühle drehen, sonst wirkt das ganze Bild ja nicht. Mal hier drüber. Interessant. Ja, oh, was? Ja. Springt das Pferd jetzt eigentlich mehr seit dem Patch? Hat es ja irgendwie gesagt, das würde irgendwie... Ja. Kannst du da über das Mäuerchen hüpfen? Ja. Ah, ist aber trotzdem auch mal hakelig. Also gucken wir uns mal die Ballisten hier an. Abfeuern, los. Worauf zählt die denn? Auf die Stadt? Tatsächlich. Ja, interessant. Dass man die noch nicht abgebaut hat, die sind ja wertvoll. In dieser Welt ist nichts wertvoll. Stehen ja einfach rum. Eins hatten wir doch, das relativ wertvoll war. Was war denn das? Der Ring. Ja. Der Ring war... Ist das die Stadt, von der ich dachte, das wäre Vizima? Ah, wir werden gleich gucken. Ja, wahrscheinlich ist Vizima von einem ganz anderen Königreich. Jeder, der jetzt hier ein bisschen was weiß, denkt sich, ah, wie dumm die sind.
Vor allem der eine. Der andere auch, weil er ihn nicht berichtigt. Was er sonst immer macht, wenn der andere dummes Zeug redet. Aber ich möchte Mishima noch besuchen. Jetzt geht, gehen wir hin. Vielleicht ist es ja noch Mishima. Was ist das für ein Schiff? Ein redanisches. Mutant. Genieß das Leben. Dies ist das Schiff seiner Majestät Raduvit des Fünften, König von Redanien. Nenne dein Begehr. Oh, was war das für eine Zauberflamme hinter ihm? Hast du die gesehen? Nein. Aber jetzt haben wir König Raduvit gefunden. Ich will den König sprechen. Ich will Raduvit sprechen. Das wollen viele. Nur wenige können es. Ich darf niemanden an Bord lassen, sofern nicht ausdrücklich anders angeordnet. Da, siehst du jetzt die Flamme? Ja, ich hab sie gesehen. Was ein schöner Hafen. Hatte Mishima einen Hafen? Hafen von Ochsen vor. Ah gut, das ist nicht Mishima. Ja. Damit wäre das geklärt. Ach, wohin denn so eine Tower Bridge? Fast wie ein Stahl. Ja, dann gehen wir da mal gleich hin. Oh, der Scheiße. Hat das Bein aber hochgerissen. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie so... So Marsch machen. Ja, aber nicht so richtig. Nee. Sah nicht so aus. Gehen wir da zu diesem Friseur. Nein, wir ändern unsere Frisur nicht. Weil da gibt es bestimmt voll die guten Frisuren. Westtor. Ja, ist doch mal ein Tor. Ja, allerdings. Halt! Nach Dekret 1408 DZ54 seiner Majestät König Raduvit dem Fünften ist das Überqueren der Brücke nur nach Vorlage einer schriftlichen Genehmigung zulässig. Hier. Nummeriert, datiert, signiert vom Marschall für Bürgerschutz und vom Botschafter. Scheint in Ordnung zu sein. Geh weiter. Haben wir den denn hier? Ich weiß es nicht. Wäre natürlich peinlich geworden, hättest du gesagt, ich habe einen Passierschein. Aber interessanterweise braucht mir den ja gar nicht. Ne, wir sind reingeschwommen. Ja, haben das ausgetrickst. Also den hätten wir gebraucht, wenn wir vom blutigen Baron gleich hier hingegangen, um seine Tochter zu suchen. Deinesgleichen steckt einen an. Ja. Braucht man ja aber nicht. Richtig, wir hatten irgendwie einen anderen Weg gewählt. Ja. Auch zum Ziel führte. Oh. Guck, und die armen Leute haben keinen Passierschein. Ob der Passierschein übertragbar ist, dann kann man den verkaufen. Du wirst ersticken an 3 Pfund. Habt ihr einen Passierschein? Komm schon. Aber schön ist, dass hier, diesen Beamten, der hier verzeichnet, was sie laden. Der Beamte ist ein Soldat. Ja, der Beamte. Naja, der Verwaltung. Dafür hat er zu viel gearbeitet. Das ist bestimmt ein Angestellter. Ja. Aber ich will ja nichts gegen Beamte sagen. Die machen ihre Arbeit meistens auch ganz gut. Manchmal halt nicht. Hier sind ja so viele. Das ist ja die Arbeit zu bewältigen. Also so, wo ist denn doch kaum noch Beamte. Außer bei der Polizei, da werden glaube ich alle verbeamtet, oder? Ja, macht ja auch Sinn. Du willst ja... Ja gut, die Gewalt nicht gegen dich aufbringen. Ja, die Polizei ist ja noch nicht privatisiert. Wie die Post zum Beispiel. Hier ist es ja. Also den Friseur haben wir jetzt nicht mehr gefunden. Stein. Ich weiß, wo der ist. Ja, wo denn? Ich muss einfach zurückgehen. Muss irgendwo jetzt mal rechts abbiegen. So, da musst du rechts. Läufst du jetzt tatsächlich hin? Ich dachte, du hast ja so gesagt, damit wir nicht hingehen. Was? Zum Friseur, da ist er doch. Ja. Da musst du rein. Sei gegrüßt, Meister. Was kann ich für dich tun? Hast du Rasiermesser und Schere? Gut, bring mein Äußeres in Ordnung. Das hätte man vielleicht vor dem Ball machen sollen. Lange offene Haare. Ja, wie ist denn, wenn man die Haare abschneidet? Na was? Wir kriegen jetzt nur einen Zopf? Nein, du hast den Kopf rasiert.
Ach, guck mal, das sieht doch ganz fesch aus. Bis dann. Oh, schnuckelig. Ach, ich hoffe, das können wir noch ändern. Nein, das ist für immer so. Naja, der Bart wächst ja, glaube ich. Ja, den hatten wir ja schon mal weggemacht, als wir hier bei dem einen waren. Ja. War das nicht sogar der König? Der König, das war der Kaiser. Ja, auch in Schradovid und der Kaiser sind Feinde. Ja, es gibt mehrere. So, Quint, Auftrag Bestie. Ja, die können wir machen. Auftrag Monster in Ochsenfurt. Ach, und Trolle. Monster im Wald, hatten wir den nicht schon? Weiß ich nicht. Machen wir den einen oben links. Ist das ein Auftrag oder ist das nur ein Hinweis? Es wurde ein Troll östlich von Ochsenfurt. Okay, nee, das ist nur ein allgemeiner Verhaltenshinweis. Anschlagsnotiz, wenn man einem Troll begegnet. Oh, 26. Oh, das ist so low für. Ochsenfurt. Wir haben gleich ein Level Up. Ne, das macht's besser. Auf der Pferde. Ja, noch nicht, aber. Ja, ich glaube, wir müssen nach Novigrad. Mit die Quest hier scheint hoch zu sein. Das stimmt. Oh, ein Hexenjäger. Ja, ja, die haben ja hier Hauptquartier. Da ist ja auch die Tochter vom Baron hingegangen zu den Hexenjägern. Ne? Graf Reubens Schatzen erstmal. Wieder ein Tag im Arsch. Können wir Triss verkaufen? Ich meine, die Idee ist eh so ein bisschen komisch zu uns. Da können wir ja sagen, wie sich jetzt aufhält. Oder wohl, wir können zumindest sagen, dass es sich nicht mehr Novigrad aufhält. Ja, ist halt schwierig zu schreiben, das Ganze. In den ersten zwei Teilen gab es ja Yennefer nicht. Also sie war nie da. Ja. Und jetzt ist sie auf einmal da. Und dann hatte man in den ersten zwei Teilen seine Beziehung zu Triss aufgebaut oder nicht. Je nachdem, ob man es wollte oder nicht. Gibt es denn eigentlich diese Shani noch? Also geben müsste sie noch. Da musst du mal online gucken, ob es die noch irgendwo gibt. Ja, die mag uns ja nicht so. Ja, dann sagen wir, hallo Shani, dann sagt ihr, verpiss dich, krätzige Mistgeburt, und dann gehen wir wieder weg. Oh. Wen gab es denn noch? Diese komische Hexe hat mir auch gerettet, ganz am Anfang. Ja. In Teil 1. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ist auch egal. Richtig. Gibt es dieses Druidenlager noch? Vielleicht kann man hier in den Brokkolien. Den was? Das ist so ein Waldgebiet, wo die Triaden sich zurückgezogen haben. Ja, dann gehen wir da auch mal hin. Weil mit denen hatten wir uns ja auch ganz gut verstanden. Ja, zu denen geht der Geralt auch. Also in den Büchern wird er verletzt. An einer wurde Stelle gepflegt, ne? Richtig. Ja. Das weiß ja sogar ich. Seine Hüfte ist, glaube ich, gebrochen. Das weiß ich nicht im Detail, aber... Was natürlich eine schlimme Verletzung ist in dieser Mittelalter-Welt hier. Ich glaube, das ist immer eine relativ schlimme Verletzung. Ja, heute kannst du ein neues Hüftgelenk und so bekommen. Ja, gibt's Zauberei. Mein Opa ist mal muss das ja auch richtig, so wurde er ja dann geheilt. Ja, siehst du? Dass es für ein Haus gereicht hat. Hör auf zu schwafeln und hilf mir suchen. Grüße. Was ist denn, hm? Achte nicht auf ihn. Setz dich her. Sei uns willkommen, aber sei auch gewarnt. Wir sind mitten in ernsthaften Studien, wie unser gelehrter Kamerad sie nennt. Danke. Ich setze mich gern zu euch. Wie nennt man dich? Geralt von Riva. Ich bin ein Hexer. Mich nennt man Rufus. Dieser Gelehrte ist Theophil Maria Rosco. Und das hier ist... Entschuldigung. Manfred. Ich bin Manfred. Richtig. Geralt. Den Namen habe ich schon gehört. Du gehst zum Jahrmarkt? Nein. Du verwechselst ihn mit Gerard, dem Bühnenkünstler. Der besucht die Jahrmärkte mit seiner Nummer, beliebte Melodien zu blähen. Die Leute sind begeistert, darf ich anmerken. Unser Gast hier ist niemand anders als der Weiße Wolf persönlich. Oh, tut mir leid. Bist du nicht der, weißt du, die Gerüchte über Voltests Tod? Nein, ich war's nicht. Oh. Oh, so ein Glück. Gibt's was Neues? Vom Krieg vielleicht?
Angeblich treten die Schwarzen bald eine neue Offensive los, um den Ponta zu überqueren. Ich wette Diamanten gegen Nüsse, dass Radovid sie diesmal nicht zurückschlagen kann. Ein Jammer, dass Hänselt in der Schlacht bei Niedermark gefallen ist. Das war ein König. Der hätte den Schwarzen heimgeleuchtet. Recht hast du. Wäre Hänselt am Leben, hätte Nilfgaard es im Osten nicht so leicht gehabt. Der Kaiser wird Novigrad bald einnehmen. Dann sind der Tempelschatz und die Flotte sein und damit auch der Westen. Du weißt viel für einen gewöhnlichen Händler. Stimmt. Na und, hm? Nichts. Du gefällst mir nur noch weniger. Erst fragst du mich nach der Nachricht, die ich dabei habe. Jetzt sagst du, du wartest darauf, dass Nilfgaard den Ponta überquert. Du kommst besser mit mir. Ich kenne ein paar Leute, die mit dir reden wollen. Da musst du mich erst töten. Wenn's sein muss. Ja, Hände weg vom Kaufmann. Ich glaube, der Kaufmann ist ein Spion. Das ist egal. Entspannt euch. Das ist doch nur ein Missverständnis. Halt ihn fest, Hexer! Ich suche ein Seil! Ha! Keine Chance! Was? Jetzt können wir nicht mehr Partei für den Kaufmann ergreifen. Ich halte mich da raus, dann gewinnt der Kaufmann. Aber wir halten ihn fest. Warum? Weil der Soldat von Radovid hier durchaus was zu sagen hat. Ja, bei uns doch der, nicht. Ja, aber der darf den doch ruhig festnehmen und wir ja, sind hier nur... Ja, mit dem Seil will er ihn wahrscheinlich auch fesseln. Ja. Genau das hat er ja, ja. Er will ihn ja zur Befragung wirst... mitnehmen. Na gut, ich halte ihn fest. Du hältst höchstens deinen Schniedel fest. Boah. Ich bin hier nicht automatisch so schwer. Na egal, ja, das geriegelt. Durchsuchen wir ihn. Vielleicht hatte er Dokumente oder eine Nachricht bei sich. Mach das alleine. Danke für deine Hilfe. Ein nilfgaardischer Spion weniger. Nimm dies. Es dürfte nützlich sein. Das ist bestimmt ein Passierschein. Oder auch nicht. Ein Gambeson. Ja, wir müssen ihn hier erstmal durchsuchen, um seine Schuld festzustellen. Ein Unschuldiger hätte wahrscheinlich nicht das Schwert gezogen. Vermutlich nicht. Vor allem kein Kaufmann. Stimmt, die können ja in der Regel. Die sind ja bestimmt erfahren damit. Also auch diplomatisch, meinst du? Ja, ja, auch der. Guck mal nach, wie gut das zu werden. Schwert ist. Das war ein Novigrader Langschwert, die hat man schon 1000 Mal gefunden. Ja. Ja, wir haben hier noch so mehr Sachen drauf. Ja, das ist richtig. Aber es war jetzt nicht schlecht. Ja, das nicht. War halt auch gelb, deswegen meinte ich, solltest mal gucken. So, was gibt's hier? Oh, jetzt müssen wir aber viel regeln hier. Noch einer. Los, lauf mit den anderen nach Hause. Herr, hab doch Gnade. Wir können nirgendwo hin. Für uns heißt es Novigrad oder der Tod. Jetzt reicht's mir aber mit euch. Schiebt ab, sonst lasse ich euch aufspießen. Sie sind verzweifelt. Lass sie durch. Ich sehe nicht, was daran schlimm sein soll. Verdammt nochmal, wie oft muss ich es wiederholen? Ich habe Befehl, jeden abzuweisen, der keinen Passierschein hat. Wir können unseren ihnen leider nicht geben. Der König ist weit weg und deine Bezahlung ist gewiss lausig. Meinst du nicht, dass wir uns einigen können? Du meinst, du willst einen Einmalpassierschein kaufen? Genau. Es ist was anderes. Ihr könnt euch. Danke. Wir können nirgends mehr hin. Novigrad, das ist eine Chance auf ein neues Leben. Bleibt von den Straßen weg, sonst lauft ihr in die nächste Patrouille. Das soll uns nicht nochmal passieren. Wir werden vorsichtig sein wie Hasen auf offenem Felde. Aber du bist doch ein anderes Kaliber als wir. Eher wie der Held, der im Grab in den Buckelhügeln liegt. Das Grab befindet sich in einer Höhle in den Hügeln. Die Leute sagen, dass darin unglaubliche Schätze liegen. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Viel Glück! Wo genau ist dieser Buckelhügel? Na, wahrscheinlich hier in der Nähe. Weizenfelder. Ja.
Nee. Da wollen wir nicht hin. Eine neue Quest wurde nicht hinzugefügt, oder? Nebenquest? Ich glaube nicht. Die Banden von Novigrad. Ja, ich glaube, der ist viel als Nebenquest. Nee, der ist ja... Den haben wir doch hier als Nebenquest noch. Ach so. Ach gut, dann ist nur der eine Dings da. Ah, wer? Ach so, dass ihr denkt darüber nach. Der hat mir schon mal hier. Hol dir die Belohnung vom Bettlerkönig für die Befreiung. Machen wir doch. Ja, aber gleich Rico. Der kleine Gnom, den wir in einem von Junios Verstecken gefunden haben. Beweg dich! So, saß der nicht in der Folterkammer? Nein, der saß oben im... ganz oben, wo die Zwerge waren. Ach ja, genau. Gefesselt. Also, er wurde schon gefoltert, aber. Aber nicht in der Folterkammer, wo Driss war. Ne, da war er nicht. Na. Mir das waren wäre ja bei den Hexen gegangen. Ja, weil da auch eine Treppe hochging und... Das stimmt schon, die Hexenjäger sind nicht Teil der Unterwelt. Und ich muss sagen, das sieht wirklich sehr imposant aus. Hey! Wenn es das als MMO geben würde, das wäre was. Los, los! Ja, aber würdest du jetzt hier 200 Leute sehen, dann würde das kein Computer schaffen. Ja, muss halt ein bisschen Abstriche machen, aber... Ich sage mal, im Vergleich so zu WoW sind das natürlich schon... Naja, ah bei MMO kommst du nicht auf die Grafik drauf an. Ja, aber es ist halt schon ziemlich cool, wenn es gut aussieht auch, ne? Ja, aber dann wird das nie so komplex werden am Anfang. Oh, oh du. Oh, du. Komm schon. Da sind wir jetzt wieder zu Hause in Novigrad. Wir sind nicht in Novigrad zu Hause. Wir sind in Kerwohnen zu Hause. Ja, so lange waren wir doch lauf. Gar nicht. Los, lauf! Dann haben wir ja mit am längsten gequestet. Also an einem Ort. Ja, aber... Ja gut. Was erzähle ich eigentlich dagegen? Du hast ja doch recht. Wir waren schon relativ lange, das ist richtig. Aber wir haben hier nicht mal ein Haus hier. Geh davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von Driss hat ja aber ein Haus. Bitte. Was zwar wahrscheinlich enteignet wurde, aber... Das ist sicher unser Haus. Ich weiß, wer das Quartier der Hexe ist. Also den können wir doch eins kaufen, haben doch bei Vivaldi, ein Kreditrahmen. Haben wir eine grenzenlos Kredit? Ja, Yennefer ist reich, das weiß er. Los, los! Unser Magier, der lebt ja auch lange, weißt du? Der kann ja über Jahrhunderte zurückzahlen. Ja, das ist richtig. So, dann gehen wir in der nächsten Folge zum Bettlerkönig. Der wird uns dann wahrscheinlich auch noch was zu sagen haben und dann machen wir uns daran, Rittersporn zu befreien. Hoffentlich mit Driss. Wobei ich denke, dass sie jetzt tatsächlich weg ist und geflohen. Ich finde es gut, wie links als so ein Hure in der Luft rumschwebt. In der Luft? Ja, das Modell war halt nicht im Bild. Und als ist eine Hure rumgeschwebt. Ja, und sie schwebt auch. Tut sie? Ja. Füße bewegen. Ja, tatsächlich. Da, Magie. Ein materielles Mädchen. Gibt's ja nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.